Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Videoblog Bundesliga Vorbericht. Oh, und alle deutschen Mannschaften sind raus. Ich hab's euch gesagt, ich hab's prophezeit. Ich hab zwar die Ergebnisse teilweise gar nicht mehr richtig im Kopf gehabt, wer wie viel hinten liegt und so in der Europa und in der Champions League, aber ich hab gesagt, dass alle drei Mannschaften rausfliegen und wir seit, ich weiß nicht, 10 Jahren oder so das erste Mal im Halbfinale keine einzige deutsche Mannschaft mehr haben im internationalen Geschäft, im europäischen Geschäft. Oh, das ist so scheiße, Mann. Das ist so scheiße, Mann. Fuck. Bayern ist zu Recht rausgeflogen, meiner Meinung nach. Die hatten zwar am Ende dann trotzdem ein bisschen Pech, aber insgesamt, vor allem wenn man beide Spiele betrachtet, aber auch wenn man nur das letzte Spiel betrachtet, war es trotzdem ein verdientes Rausfliegen. Die gelb-rote Karte von Vidal war zwar keine, aber Vidal hätte schon viel eher mit gelb-rot runterfliegen müssen, deswegen ist es eigentlich eher Glück gewesen für Bayern. Und ja, der BVB auch komplett zu Recht rausgeflogen. Die hatten natürlich einfach mega Pech. Also spielerisch sind sie gerechterweise rausgeflogen, aber mit ihrem scheiß Anschlag war natürlich beschissen für den Kopf. Und dann konnte man leider das spielerisch nicht mehr kompensieren oder auffangen und hat dann leider zu Recht verloren. Ist auch in Anführungsstrichen geil, sarkastisch, ironisch gemeint, dass der Anschlag einfach nur aus Raffgier war, dass der Typ einfach nur wollte, dass die Aktien abstürzen und er damit einen Haufen Kohle macht. Also das ist echt krass. Das ist wie aus dem Film halt. Wie so Hollywood-Film. Ich habe letztens erst den Film angeguckt, Entführung der U-Bahn Pelham 123 heißt der, glaube ich. Und für alle, die den noch angucken wollen, ist eigentlich ein geiler Film, dann überspringt, bis der Spoiler weg ist. Und für alle, die nicht sehen wollen oder schon gesehen haben, das ist halt auch so, dass der Typ die U-Bahn entführt, um halt auf dem Aktienmarkt fette Kohle zu machen, was die halt am Anfang nicht raffen. Und der hat es im Endeffekt genauso gemacht. Er hat halt gegen den Kurs vom BVB gewettet. Und wenn da halt mehr passiert wäre, jemand gestorben wäre oder sowas, was auch sein Plan anscheinend war, weil er mehrere Menschen umbringen von der Mannschaft, dann wäre der Kurs mal ziemlich abgestürzt und das hätte ihm halt eventuell mehrere Millionen gebracht. Deswegen krank, immer noch krank, wie im Film. Zum Glück ist nichts passiert oder zumindest nichts Schlimmes. So, jetzt kommen wir auch her und Schalke natürlich noch. Schalke war kurz davor weiterzukommen, aber haben es nicht geschafft. Die haben in der Verlängerung 3-0 geführt und dann aufs Maul bekommen. Schade, schade, die waren kurz davor, aber kann man nichts machen, kann man nichts machen, kann man nichts machen. Es ist schon wieder so dunkel hier, verdammt nochmal, aber es ist einfach scheiße, wenn Sommer ist und dann die Sonne da scheint. Ich brauche einfach Licht von vorn. Ich brauche einfach Licht von vorn, aber es kriege ich nicht hin, weil hier ist eine Wand. Und Licht von der Seite reicht nicht, da ist es trotzdem zu viele Schatten in meinen Augen. Sehe ich aber aus, wenn ich gerade erst aufgestanden bin. Ist ja meist auch so, egal. So, was wollte ich sagen? Ach ja, wir wollten mal über den Fußball reden, der jetzt ansteht. Es geht los mit heute Abend. Und zwar, na, wo ist es denn? Tippabgabe. Ich glaube, es waren auch wieder einige schwierige Tipps. Ich habe ein paar unkonventionelle Tipps gemacht. Genau, heute Abend direkt Köln gegen Hoffenheim. Das finde ich auch wieder schwer, weil ich traue definitiv Köln zu Hause zu gewinnen gegen Hoffenheim, aber Hoffenheim ist halt eigentlich so stark zur Zeit. Ich habe momentan einen Sieg Hoffenheim. Ich glaube, ich lasse das einfach drin, weil ich jetzt keinen Bock habe, groß drüber nachzudenken. Oh, klar kann Köln gewinnen, klar kann Modest durchdrehen, aber Modest hat ein bisschen nachgelassen, finde ich. Ingolstadt gegen Bremen, da habe ich auf Bremen getippt, weil die einfach zurzeit das solidere Team sind. Ingolstadt hat das letzte Spiel verloren, klar, die haben eine ganz schöne Serie hingelegt, aber meine Prophezeiung war ja auch, dass Ingolstadt gegen Bremen verliert zu Hause. Und von daher, ist auch wieder ein schwieriger Tipp, kann halt auch Ingolstadt gewinnen, aber ich sag, dass hier Bremen gewinnen wird auswärts. Hamburger SV gegen Darmstadt, da gewinnt Hamburger SV. Ich meine, die sind so heimstark zurzeit. Hamburger SV souverän 2-0, vielleicht sogar 3 oder 4-0. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Hamburg mal so eine richtig fette Klatsche wieder auspackt. Also gegen Darmstadt, nicht für sich selbst. Und mal so ein richtig hohes Ergebnis einfährt mit 5, 6, 7-0 oder sowas. Ich weiß nicht warum, aber könnte ich mir gut vorstellen im Spiel. Bayern München gegen Mainz. Ich glaube, Bayern München ist absolut angenockt von der Champions League Niederlage und wird hier nur knapp gewinnen, also 1-0, 2-1 in die Richtung. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Mainz hier irgendwie gewinnt 1-0, dann gewinnt Leipzig auch noch auswärts gegen Schalke und dann ist, glaube ich, Leipzig wieder auf 7 Punkte ran, oder? Ich guck mal kurz nach. Aber ich glaube, wir sind auf 7 Punkte wieder ran. Und dann gehen halt die ersten Stimmen wieder los, so von wegen, ist es vielleicht noch möglich? Gibt es vielleicht noch die Überraschung? Kann das Leipzig vielleicht noch schaffen? Weil Leipzig spielt ja noch gegen die Bayern. Das heißt, wenn Leipzig gegen die Bayern spielt, also guck mal nach. Momentan sind es
8 Punkte sonst momentan. 8 Punkte Rückstand von Leipzig auf Bayern. Das heißt, wenn Leipzig gewinnt und Bayern verliert, Bayern also auf 69 Punkte bleibt und Leipzig auf 64 rangeht, dann kommst du sogar auf 5 Punkte rein und nicht nur auf 7. Auf 5 Punkte ran. Und dann gehen die Spekulationen halt wieder los, was meiner Meinung nach Schwachsinn ist, weil Bayern trotzdem Meister werden wird. Aber dann gehen die Spekulationen los, von wegen, oh, Leipzig ist noch 5 Punkte entfernt. Leipzig spielt ja gegen Bayern München. Wenn da dann Leipzig gewinnt, dann kommen sie auf 2 Punkte ran. Dann müssen sie nur noch ein anderes Spiel gewinnen und Bayern ein anderes verlieren. Oh mein Gott. Ja, also dann gehen die Spekulationen auf jeden Fall wieder los. Also ich fände es lustig auf jeden Fall. Mir wird's gefallen. Wäre ziemlich geil. Und natürlich ist es rechnerisch auch noch möglich, dass Leipzig Meister wird. Und ganz ehrlich, nachdem Bayern vor dem Halbfinale aus der Champions League fliegt, das wäre so eine Saison, wo so ein Wunder passieren könnte, aber ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Es wäre aber, also ich würde mich, ich mag Bayern wirklich sehr gerne, ne? Und ich gönne denen auch jeden Titel, den sie sich erarbeiten, aber ich würde mich echt freuen, wenn die gegen Mainz verlieren und Leipzig gewinnen und dann geht das los. Ich meine, da würden sich, denke ich, auch alle, die Bundesliga an sich lieben, die den Fußball an sich lieben, würden sich freuen, weil irgendwie, es würde wieder eine Spannung reinkommen, wenn auch nur auf dem Papier, aber es würde eine Spannung reinkommen in den Titelkampf und ich glaube, das wäre geil, deswegen würde ich mich echt freuen, wenn es so kommt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, 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 sehr gering, aber sie besteht, dadurch, dass Bayern rausgeflogen ist. Ich denke, wenn Bayern gewonnen hätte, dann wäre es was anderes gewesen. So, ich gehe aber davon aus, dass Bayern gewinnt, 1-0 oder 2-1. Frankfurt gegen Augsburg, da sage ich, ah, das ist auch schwer, weil Frankfurt einfach zurzeit ganz komisch spielt, irgendwie auch keinen richtigen Bock mehr hat. Aber ich sage trotzdem, dass sie so heimstark sind, dass sie Augsburg wegschießen. Na gut, wegschießen vielleicht nicht, aber knapp gewinnen. Also klarer Sieg für Frankfurt, dann Hertha BSC gegen Wolfsburg. Auch wieder ein Spiel, was unentschieden ausgehen kann, aber ich traue hier Hertha, also ich tippe nicht unentschieden und Hertha BSC gebe ich hier die Heimkraft, deswegen. Hertha BSC gewinnt gegen Wolfsburg, Glückwunsch. Danke, 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 danke. 2-1, sage ich. Gladbach gegen den BVB, das ist wirklich mal wieder ein richtiges, schönes Topspiel, wie ich finde, am Samstagabend. Und da habe ich, das ist einer dieser unkonventionellen Tipps, da habe ich auf Gladbach getippt. Klar kann der BVB jetzt mutig sein und sich da den Frust rausschießen gegen Gladbach, aber ich sage, Gladbach ist heimstark genug, die haben eine gute Mannschaft, Stindl dreht gerne mal durch und der BVB mit der Doppelbelastung und mit dem Gedanken, dass sie aus der Champions League rausgeflogen sind, ist nicht mehr frei im Kopf und verliert. Ich sag, Gladbach gewinnt hier gegen den BVB. Was dann das Spiel um Platz 4 schwieriger oder um Platz 3 schwieriger macht für den BVB, weil ich sag ja, dass Hoffenheim gewinnt, ich sag, dass Leipzig gewinnt. Das heißt, der BVB hat dann Rückstand auf Platz 3 und hat vielleicht dann nur noch Platz 4 im Auge am Ende der Saison, aber die qualifizieren sich eh für die Champions League, von daher der BVB könnte damit umgehen. Wenn Hertha BSC gewinnt, würden sie auf, na, die würden es aber, wenn die 3 Punkte bekommen, dann wären sie trotzdem noch 9 Punkte weg vom BVB, ja, das wäre also egal. Aber Platz 3 wäre dann, oder Platz 4 wäre dann schwieriger zu erreichen für den BVB. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, also Gladbach gewinnt. Sonntagsspiel, Freiburg gegen Leverkusen. Hier habe ich auch auf Freiburg getippt. Heimsieg Freiburg und gegen Leverkusen auswärts. Weiß ich nicht, ob das schlau ist, aber mein Gefühl sagt mir und mein fußballerischer Sachverstand sagt mir, dass Leverkusen einfach zur Zeit so beschissen spielt, dass die auswärts wieder mal verlieren werden gegen Freiburg. Und Freiburg ist einfach zu Hause zu stark. Ihr werdet sehen, nehmt mich beim Wort. Freiburg gewinnt hier. Und dann Schalke gegen Leipzig. Schalke, Doppelbelastung, rausgeflogen, Europa League. Die mussten über 120 Minuten gehen. Die werden eine richtige Packung bekommen. Ich habe hier momentan 2-1 getippt, aber ganz ehrlich, das tippe ich um. Ich glaube, die schießen kein einziges Tor und Leipzig gewinnt 3-0. Weil Schalke einfach komplett ausgepowert ist, ist auch egal, dass sie zu Hause spielen. Die werden am Ende wieder ausgepult von den eigenen Fans. Und Leipzig bumst hier einfach Schalke kaputt, 3-0. Tipp speichern. So, das sind meine Tipps. In diesem Sinne, liken, Daumen nach oben, loben. Mach's gut, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschüss.